Ah, nee. Schwarzenbergplatz. Wir fahren jetzt zum Schwarzenbergplatz. Das ist nämlich der Platz. Der Schwarzenbergplatz. So nämlich, da sind wir am Schwarzenbergplatz. Universal. Das ist ja, also das erkenne ich wirklich hier 1:1 wieder. Ja, gut, dass sie jetzt genau umspringt. Lieber Autofahrer, genau, ich habe nämlich grün. Dankeschön. Und fädel mich immer ein. Ja, wunderbar, die Statue, alles da. Alles da, wir gucken uns hier gleich auch noch um. Fahr mal zur Haltestelle. Ja, da habe ich öfter mal gestanden und auf die Linie 71 gewartet, als ich diese 3 Tage in Wien war. So, wir öffnen die Türe und gucken uns mal ein bisschen um hier. Ja, wunderbar. Der Schwarzenbergplatz. Mach das mal so. Nur ein Screenshotchen. Ja, das ist ja wunderbar. Das erkenne ich genauso. Also das ist wirklich, hat hier auf jeden Fall hohen Wiedererkennungswert. Aber dass das bei Tramsim Vienna der Fall ist, generell bei Tramsim, ist ja nichts Neues. Aber hier auch bei der neuen Strecke eben. Haben sie das bis jetzt hier gut umgesetzt. So, es ist noch rot. Ach komm, wisst ihr was? Aus Zeitgründen. Na gut, eigentlich haben wir keinen Zeitdruck, aber ich bin sowieso im freien Spiel. Aber ich gehe mal waghalsig und gebe ich hier mal Gas. Sollte man in echt, darf man in echt nicht machen. Ich mach's trotzdem. Und dann halten wir hier am Heumarkt. Nee, ich bin gerade ein bisschen ungeduldig. Ich hatte jetzt keine Lust, da nochmal an 3 Ampeln zu warten. Deswegen düsen wir hier schnell zum Heumarkt. Hier sehen wir dann auch diesen Brunnen, der tatsächlich auch ausgeschaltet war, als ich dort war. Also ich glaube, der hat sonst auch noch eine Fontäne aus der Mitte. Oscar La Fontaine, man kennt ihn. So. Das ist ganz lustig, die Autos fahren ja hier auch auf den Gleisen sozusagen und diese Platten. Es hat die ganze Zeit so, wenn die Autos so drüber gefahren sind. Oder auch Leute mit dem Fahrrad. Das war irgendwie ein bisschen amüsant, aber auch ein bisschen komisch. So. Das gehört, glaube ich, schon alles zum Schloss Belvedere oder Belvedere. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Was ist denn hier los? Was ist denn mit den Autos los? Also durcheinander durchfahren, das ist schon längst verboten, laut StVO. Und außerdem kommt hier eine Straßenbahn. Hallo? Ach, immer diese blauen Teslas. Tesla. Keine Ahnung. Leute, ihr habt grün da vorne. Und ich mache schon wieder eine Notbremsung. Da verdrücke ich mich gerne. Das ist ja unmöglich. Ist das denn die Möglichkeit? Hallo? Gibt es eine Hupe? Ist das hier Sand? Nee, ich will nicht sanden. Ich will hupen. Haben wir keine Hupe? Wir haben doch bestimmt eine Klingel oder sowas hier. Nee, mit H funktioniert nichts. Ich würde gerne mich bemerkbar machen. Blinker. Ja, ich muss doch hier irgendwo hupen können. Die muss doch auch in echt irgendwo klingeln. So. Zumindest so eine Klingel starten können. Davon ist nämlich schon wieder grün und der fährt nicht. Ich möchte wahrscheinlich links abbiegen, aber einmal Lichthupe im Fernlicht. Ja. Kann sich nur noch um Stunden handeln und ich wende jetzt mal einen kleinen Trick an. Ich kollidiere mit dem Auto. Da kriege ich sogar eine Errungenschaft von Steam. Dann kollidiere ich mit dem nächsten Auto.
und kollidiere mit dem nächsten Auto und kollidiere mit dem nächsten Auto und kollidiere mit dem nächsten Auto. So, und schon sind wir hier. So machen das nämlich wahre Straßenbahnfahrer, die ihren Job lieben. Einfach in die Autos reinfahren und sie despawnen lassen. Aber ich hatte jetzt echt keine Lust, da noch 5 Grünphasen abzuwarten. Verzeiht es mir bitte. Schön herbstlicher Garten. Wir verriegeln wieder. Auch wenn da noch ein paar Leute angelaufen kommen, aber ich möchte meinen nicht vorhandenen Zeitplan einhalten. Deswegen geben wir Gas. Ja, und das Witzige ist, genau hier bin ich dann immer ausgestiegen. Und da vorne war dann unser Hotel. Das kann ich auch jetzt gleich nochmal zeigen. Also das Gebäude jetzt rechts. Da sind wir immer hier. Genau jetzt das Gebäude rechts sind wir in diese hintere Tür immer, die jetzt rechts von uns ist, da rein gelaufen. Hier ist rot. Das habe ich zu spät gesehen. Pardönchen, Pardönchen. Wir halten jetzt auf jeden Fall am Rennweg, wo man auch zur S-Bahn umsteigen kann. Rennweg ist in dem Fall keine Aufforderung, sondern es ist wirklich der Rennweg. Kleiner Scherz am Bahnsteigrande. Nein, ach Gott. Ich höre schon auf. So, Rennweg. Bitte alle aussteigen, die aussteigen wollen. So, uns kommt eine 71er entgegen, die zur Börse fährt. So. Fahrgäste nochmal rein und raus. Komm, es ist noch grün. Ich möchte das noch mitnehmen, diese Grünphase. Und schon ist rot. Nüscht war's, nüscht war's. Ja, komm, die Ehre habe ich und warte da jetzt nochmal kurz ein Momentchen. Kleistgasse ist unser nächster Halt. Wir fahren geradewegs auf dem Bipa-Drogeriemarkt zu. Nicht, dass ich die Leute hier noch anfahre, sonst würden sie noch despawnen, das wäre ja schlimm. Sehr viele weiße, blaue und schwarze Autos, habe ich das Gefühl. So, was ist denn mit der Ampel los? Hier fährt kein Auto. Alle wollen nur geradeaus. Drüber, kein Querverkehr. Und trotzdem haben wir rot. Das ist ja nur mal vor zur Kontaktschleife, in Anführungsstrichen. Noodles and more. Segafredo. Ja, was ist denn nun? Und ich weiß nicht, wie man hupt. Das ist ja schlimm. So, das A leuchtet. Ich gebe schon mal Gas. A für Anfahrt vielleicht, kann ich mir gut vorstellen. Oder Achtung, es geht gleich weiter. So. Bibliothek? Nee, Videothek. War links zu sehen, eine Volksbank. Sehr schön. Antiquität. Ja gut, also hier in dem Gebiet war ich dann wieder nicht. Also das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das hier so passt. Aber ich denke doch. Kollege, fahren Sie, bitte. Dankeschön. So, 71. Wir sind in der Kleistgasse. Und auf dem Weg zur Oberzellergasse. Fieps, fieps, fieps. Let me fahr, let me fahr. Meine Fahrkünste sind wunderbar, haha. So, ich kriege einen Strike, so gut habe ich gesungen. Nein. Also ein Strike im Sinne von YouTube erkennt dieses Lied so gut, weil ich so originalgetreu nachgesungen habe, dass hier Copyright-Probleme entstehen werden. So. Darf ich jetzt mal hier... Es gibt keinen Grund, warum diese Ampel gerade rot ist. Weder Fußgänger gehen hier rüber, ist auch sowieso ein Zebrastreifen, noch von rechts irgendwelche Autos. So, das A leuchtet. Ich gebe wieder Gas. Komm, das ist. Wenn das A leuchtet, ist ja. Ist A wie alles gut. So.
Oberzellergasse. Oberzellergasse. Oder ich fahr zu schnell. Fährt über jede rote Ampel und so, aber oh, ich fahr zu schnell. Fährt fünf Autos um den Haufen. Oh mein Gott, ich fahr zu schnell. Die Oberzellergasse. Ja, wissen Sie, hier kommt eine Straßenbahn. Sie sollten nicht so einfach drüber laufen hier. So, Oberzellergasse. Meine Damen und Herren. Und dann kommt schon St. Marx. Da ist ja, geht aber schnell vorbei. Ich denke, es ist wahrscheinlich noch ein Stückchen bis Kaiser Ebersdorf, wo die eigentlich hinfährt. Aber gut. Ich finde schön, dass das Netz sich trotzdem so allmählich erweitert. Auch wenn die 71 jetzt noch nicht vollständig ist, ist es doch immerhin noch ein Stückchen größer geworden, das Wiener Straßenbahnnetz in Tramsim. So, ab nach St. Marx zu unserer Endstation. Da übernimmt dann der Kollege, der nach Kaiser Ebersdorf fährt. So reimen wir das jetzt hier einfach uns zusammen. Links das Gebäude, sieht auch markant aus. Könnte man wiedererkennen, wenn man es in echt schon mal gesehen hat. 18, 74a, S-Bahn. Wir sind am Ziel. Auf Wiedersehen. Wir sind am Ziel. Oh, da vorne ist aber ein Gebäude. Das ist markant. Uiuiui. Na. Okay, keine Kollision. Sehr schön. Fußpflege und Kosmetik. Auf der rechten Seite. Sag mal, schon wieder ist die Ampel rot und es gibt keinen Querverkehr. Doch, da kommen ein paar angefahren. Ich würde immer noch gerne wissen, wie man hupt. Ich glaube, ich habe es sogar schon mal gemacht. Deswegen wundert es mich, warum ich das nicht finde. Aber ich bin die Flexity schon länger nicht mehr gefahren. Hallo? Ich dachte, der drückt sich jetzt hier rein. Der Fiat. So, wollen wir heute... Oh, ja, gut, das konnte ich... Wollte gerade sagen, das konnte ich nicht mehr verhindern. Aber konnte ich wohl doch noch. Was ist ein MD? Kein Wiener hier. Oh ja, ja, jetzt wenn du nochmal bremst, dann kann ich auch nichts für. Haut der da die Vollbremsung vor mir rein. Hallo. Ja, nur der Kollege auch noch. Gut, dass ich gerade voll auf Bremsen gedrückt habe, meine Tastatur. Aber einfach so, nö. Na gut, ist ja schade, dass hier schon aufhört. Es sieht so einladend aus, hier weiterzufahren. Aber gut, wir sind am Ziel. In St. Marx. Ja, das war der Bruder von Karl. Naja. Was haben wir hier denn noch? Warte mal. Da müssen wir noch mal gucken. Freiheit. Die Freiheit gehört dir mit den Wiener Linien. Out now. Tramsim Munich. Und mit 100% Ökostrom. Sternchen im Fernverkehr. Nein. Sternchen, da ist tatsächlich ein Sternchen dran. Bis 6 Monate irgendwas Energie, Sternchen. Naja. Gut, wir sind hier am Ende dieses neuen hinzugefügten Streckenabschnitts. Leider Gottes. Können wir noch weiterfahren? Was passiert, wenn wir weiterfahren? Mich interessiert es. Wir müssen das mal ausprobieren. Gemeinsam. Und hier einfach mal Gas geben, wo die Reise uns hinführt. Das probieren wir noch schnell aus. So viel Zeit. Muss dann doch sein. St. Marx. Ach, werden wir hier irgendwie in der Schleife umgedreht? Kann das sein? Genau, uns schickt das Ding nach rechts. Ah, okay. Vielleicht ist hier wie so ein Zwischenhalt, wo manche Straßenbahnen bis St. Marx fahren und manche halt bis Kaiser Ebersdorf. Da ist auf jeden Fall ein Billa. Satte Rabatte. Okay, und wir werden jetzt tatsächlich umgedreht. Ja, interessant. Nehmen wir das auch nochmal schnell mit. Hier parken ganz viele weiße, schwarze und blaue Autos. Ja, und ach, hier ist schon wieder St. Marx. Okay. Vienna Biocenter St. Marx. Ach, coole Sache. Ja, sind wir hier auch nochmal im Kreis gefahren. Hat sich doch gelohnt. S-Bahn geht's hier runter. Ja, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Oder für diese paar Folgen Tramsim. Ja, leider hat das Gewitter jetzt in der zweiten Aufnahme aufgehört.
aber wir haben es ja ein bisschen gesehen. Und vielleicht fahre ich ja nochmal eine Folge im Frühling oder bei Schneefall, bei Regen, wie auch immer. Wir werden uns auf jeden Fall wieder bei Tremsin sehen, aber natürlich auch bei meinen anderen Videos bis dahin, bis zum nächsten Video.